In diesem kompakten Video erfährst du ganz genau, was eine gute Website heutzutage können muss. Ich werde dir 9 wichtige Tipps und Eigenschaften mit an die Hand geben, die jede Website erfüllen sollte. Ganz egal, ob du jetzt eine Website selbst erstellst oder erstellen lässt. Wir wissen natürlich alle, so wie diese Website hier, sollten Websites heutzutage nicht mehr aussehen. Aber müssen Websites jetzt heutzutage so aussehen wie die Apple-Website beispielsweise? Nein, natürlich nicht. Klar, das Design sollte gut sein, aber neben einem guten Design muss eine gute Website heute vor allem die folgenden 9 Dinge erfüllen, die ich dir jetzt aufzeige. Und wenn das Ganze gut für dich klingt, dann like gerne das Video und abonniere WP Erfolg für mehr Website-Erfolg und aktiviere die Glocke, um kein wichtiges Video mehr zu verpassen. Fangen wir an mit Punkt Nummer 1, und zwar sollte dir, bevor du eine Website erstellst oder erstellen lässt, ganz klar sein, was das Ziel deine Website am Ende ist. Was ist das Hauptziel deiner Website? Denn nur wenn das am Anfang klar ist, kann die Website am Ende auch genau für das entsprechende Ziel ausgerichtet sein. Machen wir ein paar Beispiele für typische Website-Ziele. Einmal kann ein Ziel sein, dass du einfach mehr Kunden und mehr Umsatz generieren willst. Oder du willst mehr Sichtbarkeit erlangen, einfach auch in Google gefunden werden. Oder es soll als digitale Visitenkarte dienen, dass wenn jetzt jemand über dein Unternehmen oder über dein Projekt etwas erfährt, er eben auch eine Website vorfindet, auf der er einfach weitere wichtige Infos zu deinem Unternehmen oder deinem Projekt findet. Oder soll die Website dazu dienen, Zeit zu sparen? Sollen dort wichtige Fragen beantwortet werden, sodass man nicht so viel Supportaufwand hat? Oder soll beispielsweise ein Mitgliederbereich für Kunden angeboten werden, der eben nachher auch viel Beratungszeit spart? Oder ein Ausbildungsbereich für Mitarbeiter angelegt werden, in denen Videos wichtige Dinge den Mitarbeitern erklärt werden. Oder ein weiteres Ziel kann sein, Vertrauen aufbauen. Ja, also soll die Website einfach mehr Vertrauen aufbauen. Da muss man da natürlich vor allem den Fokus auf Referenzen, Testimonials und Ähnliches legen. Oder soll das Ziel sein, das Image zu verbessern, einfach seriös zu wirken, zu sein. Oder geht es dir hauptsächlich um die Auffindbarkeit oder dass die Nutzer dich einfacher kontaktieren können? Ja, weil wenn du keine Website hast, dann werden viele Menschen damit ein Problem haben, dich überhaupt ordentlich zu kontaktieren. Und so gibt es natürlich viele Ziele, die überschneiden sich teilweise natürlich auch, muss man ganz klar sagen. Aber das sollte anfangs eben klar sein, okay, was ist dein Hauptziel? Weil dann kann die Website viel eher darauf ausgerichtet werden. Eine Startseite beispielsweise kann auch nur dann gut sein, wenn klar ist, okay, was ist der erste Schritt im Verkaufsprozess? Beziehungsweise im Funnel, was ist so die erste Handlung, die ein Nutzer überhaupt ausführen sollte, wenn er mit deinem Unternehmen oder deinem Projekt interagiert. Punkt Nummer 2, du solltest eine gute Domain beziehungsweise eine gute Internetadresse haben. Das Ganze ist heute nicht mehr ganz so wichtig wie früher, muss man sagen, aber wenn du eben eine Internetadresse wie wperfolg.de oder amazon.com oder so wählst, dann gibt es ein paar Dinge zu beachten und darauf gehen wir jetzt kurz ein. Und zwar solltest du am besten eine Endung beziehungsweise eine Top-Level-Domain wie .de oder .com haben. Denn du kannst dir vorstellen, wenn jetzt jemand direkt in der Browserleiste die URL eingibt, aber sich jetzt nicht genau sicher ist, was die Endung von deiner Domain ist, sag ich mal, wird er eben .de oder .com als, wird da die erste Wahl sein. Und deshalb würde ich dir auch empfehlen, entweder .de oder .com als Top-Level-Domain zu wählen. Und machen wir weiter mit der passenden Domain-Art. Also es gibt verschiedenste Domain-Arten. Und die typischsten sind einfach mal einmal die Brand-Domain, also du nennst deine Domain genauso wie eben deine Marke, dein Projekt, dein Unternehmen eben heißt. Bei uns, so haben wir es beispielsweise gemacht bei WP Erfolg. Oder du nutzt eine Keyword-Domain, heißt also, du nutzt eine Domain, in der der Suchbegriff drin vorkommt, zu dem du unbedingt gefunden werden willst, wie zum Beispiel Steuerberater Berlin oder so könnte dann der Domain sein, wenn du zum Suchbegriff Steuerberater Berlin gefunden werden willst. Eine Hybrid-Domain wäre so eine Mischung. Deine Kanzlei heißt Vogt zum Beispiel und dann würdest du Steuerberater Vogt oder so die Domain nennen. Ja, da wäre einfach mal der Suchbegriff Steuerberater drin und eben auch, ich sag mal, dein Brand bzw. Markenname Vogt. Keine Umlaute in der Domain nutzen, das auf jeden Fall nicht. Also kein Ä, Ö, Ü nutzen. Das ist sehr blöd, wenn man das macht. Und auch kein Scharf S würde ich nutzen. Die Domain sollte im Idealfall kurz und einprägsam sein und jetzt nicht irgendwie 40 Zeichen lang sein. Das kann sich ja kein Mensch merken. Du sollst natürlich keine fremden Marken oder Unternehmensnamen dafür nutzen. Das kann auch teuer werden, sag ich mal. Und wenn du einmal eine Domain ausgewählt hast, dann würde ich die im Normalfall auch nicht im Nachhinein ändern. Das kann zu sehr großen Problemen führen.
und kann auch, wenn du eben SEO betreibst, zu starken Rankingverlusten führen. Nebenbei noch, was man hier an der Stelle auch noch erwähnen kann, auch wenn es nicht direkt auf dem Domain bezogen ist, aber ich würde auch auf jeden Fall immer dein Domain SSL verschlüsseln, beziehungsweise deine Website SSL verschlüsseln. Das solltest du heutzutage auf jeden Fall machen. Gerade alleine dann schon, wenn du ein Kontaktformular auf deiner Website nutzt. Also wenn du eine Website selber erstellst oder erstellen lässt, dann sollte die auf jeden Fall auch SSL verschlüsselt sein. So, Punkt Nummer 3, auch super wichtig, machen so wenige Websites und deshalb erwähne ich es unbedingt hier. Und zwar solltest du ganz klar deine Zielgruppe ansprechen. Deine Website muss das wirklich schaffen, denn sind wir ehrlich, die meisten Agenturen und die meisten Menschen, die eine Website erstellen, machen sich über ihre Zielgruppe viel zu wenig Gedanken. Wieso ist es denn so wichtig? Nun ganz einfach, wenn du deine Zielgruppe klar ansprichst, kannst du deutlich mehr Kunden gewinnen, weil die Leute sich eben viel mehr auf deine Website abgeholt fühlen. Du kannst viel bessere SEO-Ergebnisse erzielen, wenn die Leute länger auf deiner Website bleiben und die Absprungsrate nicht so hoch ist und so weiter. Du hast eine längere Verweildauer und die Nutzererfahrung ist am Ende natürlich auch deutlich besser und das ist alles super wichtig am Ende für eine erfolgreiche Website. Deshalb mache auf jeden Fall eine Zielgruppenanalyse, damit du nicht nur das Alter und die Hobbys, sag ich mal, deiner Zielgruppe kennst, sondern vor allem auch, und das ist eigentlich mit das Wichtigste, was ist der größte Schmerz deiner Zielgruppe, was ist der größte Wunsch deiner Zielgruppe, natürlich in Bezug auf dein Thema, das deine Website behandelt. Und das musst du auf jeden Fall machen, machen wir auch, wenn wir Websites für andere erstellen bei jeder Website. Und das ist nämlich am Ende für viele Dinge wichtig. Ne? Wenn du jetzt eine alte Zielgruppe hast, dann sollte man auf jeden Fall eine etwas größere Schrift wählen, ja? Und eine einfachere Schriftart, sag ich mal. Gute Texte können natürlich nur erstellt werden, wenn man eben die Zielgruppe gut kennt und weiß, wie man die anspricht. Das farbliche Design kann man darauf anpassen, weil jede Farbe hat eine andere Wirkung. Und der Designstil natürlich auch. Ne? Sollte das vielleicht eher plakativer sein, die Website? Sollte sie eher hochwertiger sein? Ne? All diese Dinge kann man nur, da kann man dann nur eine gute Entscheidung treffen, wenn man eben weiß, in etwa, wie die Zielgruppe tickt. Vertrauen aufbauen. Ja, jede Website sollte natürlich auch vertrauenswürdig sein und eben Vertrauen aufbauen, denn Vertrauen ist die Währung des Internets, kann man sagen. Menschen kaufen und kontaktieren dich oft nicht, weil sie eben nicht genügend Vertrauen haben. Bevor ein Kunde kauft, geht er auch meistens auf die Homepage, also die Startseite des Anbieters. Überzeugt diese nicht, kauft der Kunde oft nicht. Das hat eine Google-Studie ganz klar herausgefunden. Das kennst du vielleicht auch von dir selbst. Du willst irgendein Produkt kaufen und hast aber bei diesem Anbieter noch nie gekauft, dann schaust du dir häufig nochmal die Startseite an. Mir geht es zumindest auch so. Wie kannst du also mit deiner Website Vertrauen aufbauen? Indem Testimonials und Referenzen eingebunden werden, indem Fallbeispiele aufgezeigt werden, indem aber auch eigene Ergebnisse einfach präsentiert werden, solltest du eben noch keine Testimonials oder Referenzen haben. Indem du Siegel einbindest, indem du eine Bekannt-Aus-Sektion machst, indem du einfach vielleicht ein paar Zeitungen auflistest, in denen du erwähnt wurdest oder ähnliche Dinge oder Websites, wie auch immer. Ne? Man muss natürlich nicht all diese Dinge einbauen, gar keine Frage, man muss nicht alles nutzen, aber das kann alles eben dazu führen, dass Nutzer viel mehr in dich vertrauen und deine Website. Kontaktmöglichkeiten, auch schon alleine, wenn die Nutzer die Möglichkeit haben, dich einfach zu kontaktieren, baut das mehr Vertrauen auf, ganz klar. Gerade auch, wenn du eine Telefonnummer einbindest. Garantien, auch Garantien bauen natürlich in gewisser Weise Vertrauen auf. Auch das ist ein wichtiger Punkt, ne, den heutzutage jede Website erfüllen sollte. Hi, gleich geht's weiter mit dem Video. Studien zeigen ganz klar, weit über 90% der Websites im Netz scheitern, weil die meisten Menschen einfach nicht wissen, worauf es wirklich ankommt. Damit aber deine Website hingegen zu den Gewinnern gehört, schenke ich dir jetzt mein nagelneues gratis Website-Buch. In ihm erfährst du meine erprobte und einzigartige 12-Schritte-Methode, mit der auch du eine erfolgreiche Website mit vielen Besuchern erstellen kannst. Bereits tausende Menschen haben sich dieses Buch erfolgreich geholt und sind den Weg erfolgreich gegangen. Du entdeckst, was Profis anders machen und kannst dann einfach Schritt für Schritt abhaken, bis du eben deine fertige erfolgreiche Website hast, mit der du dein gewünschtes Ziel erreichen kannst. Also zum Beispiel mehr Leads, mehr Umsatz, mehr Sichtbarkeit, mehr Besucher und so weiter. Klicke also jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, dann landest du auf einer Seite, auf der du dir das Buch kostenlos herunterladen kannst und dann hast du deinen Fahrplan zur modernen, erfolgreichen Profi-Website. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ladezeit und Sicherheit. Ja, vor allem heutzutage, ne, gerade mit Mobilgeräten und so, ist die Ladezeit sehr, sehr wichtig. Deine Website sollte einfach schnell sein, ganz klar. Bei einer Ladezeit von 3 Sekunden springen bereits 1/3 der Besucher ab. Auch die Verkaufsrate leidet natürlich unter einer langsamen Website. Pro Sekunde, die deine Website länger lädt,
kaufen 6-7% weniger Menschen. Zudem ist es ein Ranking-Faktor natürlich für Google. Lädt deine Website sehr langsam, wird das von Google bestraft. Die Sicherheit deiner Website ist natürlich auch sehr wichtig. Ne? Circa 30.000 Websites werden pro Tag gehackt. Dabei kann man schon mit einfachen Mitteln verhindern, dass die Website gehackt wird. Ne? Wenn man bei uns eine Website erstellen lässt, dann optimieren wir diese zwei Faktoren natürlich auch sehr stark. Oder wenn du eine Website selbst erstellst und bei einem unserer Kurse gebucht hast, dann ist das da natürlich auch ganz genau erklärt. Responsives Design, ja, ist irgendwie so ein Punkt, der eigentlich sehr offensichtlich ist. Was ist gemeint mit responsives Design? Vielleicht für die Leute, die diesen Ausdruck nicht kennen, einfach, dass deine Website auch gut fürs Handy und fürs Tablet optimiert ist. Denn heutzutage kommen 60% der Nutzer über das Handy auf deine Website und nur noch ca. 38% über den Desktop. Ich habe es aber deshalb dennoch erwähnt, weil viele Agenturen das heute immer noch nicht machen und viele darauf einfach nicht so viel Wert legen. Deine Website muss aber vor allem auf Mobilgeräten gut aussehen und funktionieren, weil wie du eben hier siehst, ein Großteil der Benutzer kommt eben über das Handy. Und deshalb ist die Desktop-Ansicht heutzutage eigentlich auch nur noch zweitrangig. Das kommt immer ein bisschen auf die Branche an, muss man fairerweise sagen. Denn beispielsweise bei uns ist es auch so, dass wir tatsächlich noch ein bisschen mehr Desktop-Nutzer als Handy-Nutzer haben. Ein weiterer wichtiger Punkt, natürlich sollte deine Website auch die rechtlichen Dinge und vor allem die DSGVO, ne, die jetzt seit ein paar Jahren in Kraft ist, beachten. So, die wichtigsten Dinge, die du also im rechtlichen Bereich, sag ich mal, beachten musst, sind, du brauchst ein Impressum, du brauchst eine Datenschutzerklärung, du brauchst einen Cookie-Hinweis. Und dann, wenn du ein Kontaktformular nutzt, solltest du eine Kontaktformular-Checkbox haben, bei der der Nutzer akzeptiert, dass eben die Daten von ihm verarbeitet werden. Wenn du Opt-in-Formulare nutzt fürs E-Mail-Marketing, sollte das richtig eingerichtet sein. Wenn du Videos auf deiner Website nutzt, die zum Beispiel von Vimeo oder von YouTube sind, dann sollten diese Videos erst geladen werden, wenn der Nutzer die Zustimmung gibt, beispielsweise über einen Cookie-Hinweis, kann auch dazu die Zustimmung erfolgen. Das sollte richtig eingerichtet sein und solltest du Google Fonts nutzen, dann sollten diese lokal geladen werden. Das sind so die wichtigsten Dinge, die eben eine Website heutzutage auch auf jeden Fall, die man auf jeden Fall bei einer Website heutzutage beachten sollte. Ist natürlich auch, wie gesagt, wieder alles im Kurs erklärt, wenn du eine Website selbst erstellen lassen willst oder wenn du da nicht die Zeit dafür hast und das jemand machen lassen willst, dann achten wir natürlich auch ganz genau auf diese Dinge. Kontaktmöglichkeiten. Ja, eine Website sollte natürlich dem Nutzer Kontaktmöglichkeiten bieten. Es sollte dem Nutzer sehr leicht fallen, dich schnell zu kontaktieren. Heißt, platziere an prominenten Stellen Kontaktdaten, zum Beispiel im Footer. Aber du solltest auch im Menü einen Punkt haben, der eben Kontakt heißt. Also du sollst eine Kontaktseite nutzen, am besten auch mit Kontaktformular. Das ist am einfachsten für den Nutzer, dann dich zu kontaktieren. Ich persönlich kontaktiere schon manche Anbieter deshalb nicht, weil sie kein Kontaktformular haben. Du solltest Mail-to-Links nutzen, also heißt, wenn der Nutzer auf die E-Mail-Adresse klickt, die bei deiner Website eingebunden ist, dann sollte sich am besten auch gleich das E-Mail-Programm des Nutzers öffnen, mit dem er dich dann kontaktieren kann. Ja, vor allem dann solltest du das sagen, wenn du kein Kontaktformular nutzt. So, die Usability, auch ein super wichtiger Punkt. Das ist mit der wichtigste Punkt oder eigentlich der wichtigste Punkt heutzutage beim Design deiner Website. Also es ist jetzt nicht mal unbedingt so wichtig, dass sie jetzt übel krass aussieht, die Website, sondern das Wichtigste ist, dass die Website es für den Nutzer leicht macht, das zu finden, was er will. Denn eine HubSpot-Umfrage hat genau das gezeigt, als Menschen gefragt wurden, was ist der wichtigste Faktor beim Design einer Website? Da haben 76% geantwortet, die Website macht es leicht für mich, das zu finden, was ich will. Heißt, du solltest einmal eine klare Struktur haben, gerade auf der Startseite ist das sehr, sehr wichtig. Du solltest eine Navigation haben, nicht zu viele Menüpunkte, so 5-9 Menüpunkte, 9 sind fast schon ein bisschen viel, würde ich sagen, nicht mehr. Du solltest natürlich auch ein Design haben, das die Usability unterstützt. Also heißt, du musst jetzt nicht unbedingt mega viele Animationen reinmachen, das sieht vielleicht ganz cool aus und so weiter, aber das ist dem Nutzer am Ende, ist das dem gar nicht so wichtig. Ja? Der will vor allem schnell die Sachen finden und zu viele Animationen führen dazu, dass die Website zu lange lädt oder manche Dinge erst nach ein paar Sekunden angezeigt werden. Wenn du also Animationen oder Ähnliches beispielsweise nutzen willst, dann sollten die Usability unterstützen. Beispielsweise, dass der Button die Farbe verändert, wenn man mit der Maus drüber fährt, damit der Nutzer auch weiß, okay, da kann ich auch wirklich draufklicken. Oder ganz so simple Dinge wie, dass der Link auch blau ist, weil wenn der Link nicht blau ist, dann wissen die Leute gar nicht, okay, kann ich da jetzt wirklich draufklicken oder nicht. Also Usability, super wichtig. Wenn du eine Sache mitnimmst aus diesem Video, dann auf jeden Fall, dass du eine gute Usability hast. Wobei die anderen Dinge darfst du natürlich auch nicht vernachlässigen, das ist natürlich alles am Ende ein Zusammenspiel. Ja, diese Liste hat jetzt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind einfach wirklich Dinge, auf die es heutzutage besonders ankommt. Und jetzt noch eine Empfehlung von mir an dich. Wenn du deine Website selbst erstellen willst,
dann lade dir einfach mal unser kostenfreies Buch WordPress Websites erstellen für Einsteiger herunter. Das wird einer der ersten Links in der Videobeschreibung sein. Da klickst du einfach auf den Link und dann kannst du das Buch kostenfrei herunterladen und da findest du dann einfach einen ganz klaren Schritt-für-Schritt-Fahrplan, wie das Ganze dann funktioniert und hast extrem coole Tipps, die dir super helfen. Also wenn du das nicht runterlädst und eine Website selbst erstellen willst, dann lässt dir da wirklich was entgehen. Deshalb mach das am besten. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich will lieber meine Website erstellen lassen oder ich will meine bestehende Website optimieren oder neu redesignen, neu bauen lassen, dann kannst du dir entweder unser E-Book, so lässt du die perfekte Webseite erstellen, herunterladen. Ja, wird auch einer der ersten Links in der Videobeschreibung sein. Oder du buchst einfach ein kostenfreies Beratungsgespräch mit uns. Dafür gibst du ein wperfolg.de/agentur. Und dann kannst du ein kostenfreies Beratungsgespräch buchen mit uns und wir helfen dir dann bestmöglichst weiter. Also das dazu. Abonniere wie gesagt gerne den Kanal, gib dem Video ein Like, wenn es hilfreich für dich war und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und vor allem eines, maximalen WP-Erfolg, maximalen Website-Erfolg. Dein Frederik. Ciao.